Wie das staatliche Fernsehen mitteilte, wurde zuvor das Verfahren zur Diagnose des sogenannten Covid-19-Virus ausgeweitet. Wenig später wurde bekannt, dass der politische Chef der am meisten betroffenen Provinz Hubei entlassen wurde. Das Robert-Koch-Institut hält inzwischen eine Corona-Pandemie für möglich, also eine weltweite Ausbreitung. Die wirtschaftlichen Folgen der neuen Lungenkrankheit sind schon jetzt enorm. Die weltweit wichtigste Mobilfunkmesse, die MWC in Barcelona, fällt dieses Jahr kurzfristig aus. Viele große Aussteller hatten zuvor abgesagt. Auch der Tourismus, vor allem die Kreuzfahrtbranche, leidet unter Corona. Ein US-Kreuzfahrtschiff konnte erst nach langer Irrfahrt jetzt in Kambodscha anlegen. Zwei Wochen lang hatte das Schiff auf hoher See gekreuzt. Überall wurde es abgewiesen und das, obwohl bislang keine Passagiere an Bord an dem Virus erkrankt sind.